So, meine lieben Freunde, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dayland, Part Nummer 6. Part Nummer 6 ist das. Okay. Jo, wir wollen weitermachen. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen gefarmt, habe ich ja schon gesagt, dass ich ein bisschen was gesetzt habe. Und von daher... Ja, gucken wir mal, ne? So. Tomaten, Karotten, Tomaten brauche ich noch eine Menge. Und Kürbisse. Obwohl, nee, es geht eigentlich, was das angeht. Warum ist einen... Ah, Kürbis ist fertig. Warum wurde der jetzt nicht angezeigt? Okay. Tomaten und Weizen bräuchte ich eigentlich noch. Wie lange brauchen die? 3 Minuten. 3 Minuten, das passt soweit. Während des Farmens, wie gesagt, achte ich eigentlich nur drauf, ein bisschen Zeug zu haben. Ohne jetzt großartig... ich lasse da keine Bewohner landen. Von daher alles gut. Ich habe auch dementsprechend genug Material. Das wollte ich unbedingt auf jeden Fall mitnehmen. Dass wir halt so viel wie möglich was halt, dass wir halt alles auf Video haben. So wenig wie nötig, aber so viel wie möglich. Von daher alles, was ich halt baue und craft und allem drum. Oh, neues Rezept, Gold und Kuchen und ich kann eine Mine bauen. Oh, super. Das ist jetzt unser Haus, das ist fertig, sieht man auch. Wir brauchen noch Fledermausflügel und Fleisch. Den Herrn Locke können, die Quest vom Herrn Locke können wir jetzt beenden. Und ich kann eine Mine bauen. Ja, warte, was brauche ich denn dafür? 2 von 5 Metall. Sonst habe ich alles, ne? Ja, okay, super. Ja, beim letzten Mal... Hab ich, warum habe ich so wenig Steine? Krass, ich glaube Steine muss ich... Ja gut, das wird sowieso noch. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens einmal ein Metall, dann kann ich die Mine schon mal bauen. Ja, super. Super. Gut, es ist ganz schön dunkel hier drin. Vielleicht sollte ich eine Fackel anzünden, um die Mine zu beleuchten. Das machen wir hin. Hier ist auch, hier steht auch eine Fackel. Das bedeutet, die können wir auch dementsprechend fertig machen. Ich habe in meinem Spielstand, das hat sich sehr, das lief eigentlich ganz gut, habe ich hier einen Kamin hingestellt. Bram, mein Lieber. Kamin brauche ich noch 3 Metall. Lief auch ganz gut, dass ich hier bei meiner Mine hier ein Dingsbums hingestellt habe, hier einen Kamin. Dass ich da immer eine Fackel recht zeitnah nehmen kann. Was hast du denn? Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Okay, kann ich was von dir kaufen, was Besonderes? Die Larven kaufe ich immer von dem ab. Ich habe auch ein bisschen Kohle verkauft, also von daher alles super. Ein paar Sachen. Ich will eigentlich von den Sachen erstmal nichts verkaufen, weil ich ja alles habe, was ich brauche. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Das verkauft aber nur der Herr Locke. Metall, Entschuldigung. Obwohl es ja eigentlich... Warte mal, nee, heißt das Metall oder Eisen? Silbererz. Wo haben wir es dann? Besonderes, nein, Materialien. Entweder sehe ich das jetzt nicht gerade oder ich habe nichts mehr. Ah, ich habe kein Metall. Metall heißt es aber. Okay. Aber 3 Metall sollten wir eigentlich relativ schnell kriegen. Ich könnte natürlich auch mit der Fackel Zeug holen. Aber das passt eigentlich auch so. Jo, die Goldbarren sind natürlich auch einiges wert.
Von daher werde ich jetzt nicht einfach Dingsbums verkaufen. Also nicht einfach diese Gold-Nuggets, sondern ich werde anfangen und diese Dinger, ja, ich denke mal, eine Runde Tomaten, eine Runde Weizen und dann sind wir eigentlich fertig. Sollte dann gehen. So, 11 Minuten, 7 Minuten, okay. Dann nehmen wir den letzten Wasserrest noch, um diese Tomaten zu gießen. Und dann sollten wir eigentlich auch alles haben. Ansonsten, ja. Holz habe ich mehr als genug, 138. Da könnte ich jetzt auch mal wieder ein Wäldchen abfarmen, aber ansonsten habe ich genug von dem ganzen Kram. Pinienkerne und den ganzen Klimbim. Hier, von denen habe ich mittlerweile genug. Von daher mache ich mir da keine Gedanken. Warte mal, Beeren habe ich eigentlich auch genug. Ah, Mist, ich hätte den Brandy Suppe verkaufen können. So, und Fischi. Fischi nehme ich noch mit. Nein, falscher Knopf gedrückt. Ach, ärgerlich. Na gut. Schon wieder. Ach, Mann. Ja, eben die ganze Zeit im Let's Play vorher ein bisschen rumgeheult oder sich selbst gelobt. Oh, es läuft doch besser als gedacht. Und dann Arschlecken. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nur noch hoffen, dass ich noch ein bisschen Metall finde. Ansonsten muss ich warten, bis einer von den Jungs auftaucht. Entweder der alte Herr Locke oder der Crazy Goliath. Na, ich bin erschöpft. Okay. Akko ist erschöpft. Ess noch mal ein Karottchen. Und noch was. Hier. Noch eine Beere. Das ist doch schon mal ganz gut. Wunderbar. Die Tomaten wachsen. Was haben wir hier? 7 Minuten. 7 Minuten. 5 Minuten. Das passt. Das passt. Weißt du was? Wir machen so. Ich mach's doch wie geplant. Nicht wie geplant, sondern genau anders. Oh, wieder ein Albtraum. Mein Prinz. Oha. Auhaua. Bleib mir bloß fern. Ich weiß es halt nicht, was ich da machen soll. So. Werkstatt, hier Gold. Da brauchst du 5 von denen. Das ist okay. Wie viel Treibstoff habe ich denn? 5. Okay. Brennstoff, Entschuldigung. Ich werde hier Holzfeuer machen und dann mal in die Mine gehen. Schaffe ich das hier hin? Dann ein bisschen runter und ein bisschen nach da. Gut, dann hole ich mir noch keine Fackel. Super, Material hat Samus im unteren Universum mitgebracht. Wunderbar. Keine Ahnung, was der jetzt mitgebracht hat. Das konnte man jetzt schwierig einsehen. Aber bestimmt habe ich das schon. Ah, die Beeren noch abernten. Von denen habe ich nicht ganz so viel. Da muss ich aber immer sicherheitshalber die, wie heißt's, die Sachen wegpacken. Nein, ich will das nicht zerstören, ich will eine Fackel nehmen. So, dann wollen wir mal ab in die Mine. Das ist eigentlich auch ganz lustig, die Mine, weil wir können da nicht immer so eintreten, Feuer machen. Super. So, und jetzt können wir hier manchmal wächst der Kristall nach. Da müssen wir genau hin. In der Mine kommen wir auch weiter. Diesen Geröll hier kann man entfernen und was freisetzen. Das geht aber nur bis zum gewissen Grad. Das bedeutet, wenn ich hier 4-mal was abhaue, dann wird der Wagen voll. Der Wagen wird aber... den können wir so manuell nicht leeren. Das bedeutet, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich baue mich jetzt hier frei. Aber hier gibt es wenigstens ordentlich Zeug. So, der Wagen ist voll mit Schutt. Ich kann nicht weitergraben. Okay. Ja, sieht man auch. Das Ding ist voll.
Wie man das macht, ist eigentlich ganz gut. Da kommt nämlich der Goliath ins Spiel. Wenn er uns beim nächsten Mal besucht, merkt er, dass das Ding voll ist und leert uns das aus. Allerdings verlangt er dafür ein bisschen Metall. Deswegen ist es immer so ein Hin und Her. So, ausbessern. Metall und Silber. Silber können wir noch nicht machen. So, hier will ich natürlich, wenn das schon freiwillig auf den Boden fällt, dann kann ich das auch einsammeln. Ja, passt eigentlich. So, ich habe ein Drittel Energie verloren. Das ist aber soweit okay. Ja, komm, essen wir mal. Nehmen wir mal eine Suppe. Noch eine Fackel genommen. Dann kann ich nämlich schon mal ein Wäldchen davon abbrennen. Super. Abstand hat auch gepasst. Das ist wunderbar. Ich habe nämlich wieder einiges an Holz verbraten. Und ich denke mal, wenn wir so ein 200er Stack für den Anfang hat, um ein bisschen flüssig zu sein, das ist eigentlich soweit ganz okay. So, was brauchen wir dann? Was brauchen wir dann? So, ich muss auf den Herrn Locke warten. Moon? Ich wollte eigentlich die Moon rufen, um nochmal auf den Planeten zu kommen. Ich kann jetzt, wenn ich Treibstoff besitze, hier, den grünen hier. Arco, ich musste auf Deland Not landen. Geht es dir gut? Ja, aber es war eine harte Luftschlacht gegen die Piraten. Fast hätte ich sie erwischt. Im letzten Moment wurde mein Deck von einer Kanone getroffen. Also musste mich zurückziehen. Hilfst du mir, das Raumschiff zu reparieren? Natürlich, kannst du auf mich verlassen. Ich brauche nur 3 Metallplatten, um es zu reparieren. Ja, komm, die Moon kriegt's. Bitteschön. Hier, bitteschön. Danke, gib mir etwas Zeit, dann kann ich wieder abheben. Super. Gut. Ich wollte dich eigentlich rufen. Na gut, dann halt nicht. Doch. Dann ist wieder da. Ah, ist ganz goldig, die Moon. Die ist ganz lieb. Der Arco und die Moon. Hey. Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Ich will aber nach Ancora. Erstens will ich dort ein paar Monster platt machen. Das ist schon mal wichtig, dass wir Monstermaterialien kriegen. Zweitens will ich hier nochmal was machen. Fleisch- und Fledermausflügel. Und was ich auch gelernt habe, ist zwischendurch mal mit den Leuten sprechen. Vielleicht haben die nochmal ein paar Quests. Wie war die Expedition? Wir hatten einige Probleme mit einem maskierten Kerl. Er war sehr stark. Geht es dem alten Nivadi gut? Nidavi, Entschuldigung. Ja, dank seiner Magie haben wir es geschafft, ihn abzuwehren. Der Maskierte ist entkommen, aber ich werde die Patrouille alarmieren. Früher oder später finde ich ihn. Mach dir keine Sorgen, Arco. Moon ist eine große Entdeckerin. Sie bringt das alles in Ordnung. Hey, Arco, ist das Wetter auf deinem Planeten gut? Ja, die Temperatur ist fast immer gut. Warum nimmst du nicht eins meiner Wollschafe mit? Oh, sehr gerne. Dann bin ich nicht so alleine. Dann nimm dir ruhig eins mit. Du musst nur eine Scheune für es bauen und es füttern. Dann wird es bald Milch geben. Oh, super. Ich muss jetzt eine Scheune bauen. Dann kann ich mir Schafe von ihm kaufen. Okay, die nehme ich mit. Die Algen nehme ich auch mit. Die gibt es nämlich auf Deland nicht. Was kann ich denn verkaufen? Von den Hörnern? Nee, die Hörner lasse ich mal. Silbererze kann ich erstmal so die Hälfte verkaufen. Ja, komm, kriegt der 9, dann passt das schon. Ankpilz, Golderz, dann habe ich auch ein bisschen Money gemacht. So, die Axt ist hier ganz gut. Du böses Chamäleon, sitz. Super. Oh, Limatsch, wunderbar. Piu, piu, piu. Ach, die Moon. Oh, warum treffe ich das Vieh nicht? So, ich will jetzt mit den ganzen Leuten einfach nochmal sprechen. Und dann läuft das nämlich ganz gut, obwohl ich könnte eigentlich auch versuchen, hier mit der Magie rumzueiern. Aber ich finde, das spart eigentlich Kristall. Aber es macht natürlich auch ordentlich Aua, ne?
Mann, wir kriegen gut XP. So, was sagt denn unser Status? 4000 XP von 10.625. Ja, das ist der gelbe Balken oben links. Ist okay. Ich nehme hier einfach mal alle Monster mit. Obwohl, warte mal. Okay, baue einen Stall für die Schafe, hole die Zutaten für einen Ankh-Eintopf. Mit der Hut müssen wir nicht sprechen. Oh. Ah, dich wollte ich nicht hauen. Da. So, okay. Na, komm her. Oh, Moon, wenn ich dich nicht hätte, dann hätte ich bei diesen Erhöhungen echt Probleme. Na, das ist doch schon mal super. Ich muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen, weil meine Gesundheit doch ganz schön Probleme macht. Wunderbar. Da hinten ist noch ein kleines Hoppelhäschen. RIP Chamäleon! Ein Herz für Chamäleons. Die haue ich mit der Axt. Die Moon schießt mit dem Laser, bis es knackst. Mit dem Axt ins Kreuz und weg damit. Oh, jetzt habe ich dem armen kleinen Eichhörnchen eine Eichel geklaut. Das ist nicht toll. Akku, das ist böse. Guck mal, der steht nur da und denkt sich nichts und du greifst von hinten an und nimmst dem seine arme Eichel weg. Armes Vieh. Will doch auch nur essen. Manchmal ist es ganz lustig mit der Moon. Die läuft ja hinterher und wenn du halt nah genug dran bist, dann kannst du durch ihren Körper gucken. Und ja, wenn du dann halt das Gesicht siehst, dann ist es halt irgendwie... Es sieht schon lustig aus. Er sieht aber auch ein bisschen creepy aus. Na gut. Hier war noch ein Monster, aber ich glaube, die kleinen Eichhörnchen lassen nur so Sachen fallen. Na gut. Oh, Fleisch. Okay, super. Fleisch brauche ich sowieso. Warum gibt das kleine Vieh zweimal Fleisch? Das ist weird. Hier vergeht auch, glaube ich, nicht die Zeit. Also hier gibt es jetzt nicht Mittag und Abend und mein Planet, dem geht es eigentlich gut. Also es ist nicht so, dass Dayland jetzt von Monstern angegriffen wird. Glaube ich zumindest. Ah, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Da haue ich lieber eine Magie rein. Ja. Dann... Ja, mit einem Feuerball auf dem Eisplaneten ist eigentlich ganz wunderbar. Moon, die Range von deinem Armlaser ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so geil. Es könnte besser sein, aber na gut. Ich wollte eigentlich Fledermausflügel und so ein Kram finden, aber ich glaube, das finde ich nicht. Insektenflügel oder sowas. Ja, Fledermausflügel brauche ich für die Hute. Die gute Hute. Kann ich irgendwas kaufen bei dir? Nee, kann ich dir irgendwas verkaufen? Brauchst du was? Tomaten will sie natürlich haben. Oh, den Steinpilz. Die Suppe kriegst du. Warum nicht? Koch. Koch Arco. Der kocht sich über den Magen in das Herz der Damen. Wunderbar. So, den Pilz nehme ich noch mit. Ich finde das immer ein bisschen befremdlich, wenn der Bildschirm so ein bisschen dunkel am Rand ist, weil du auf einem anderen Planeten bist. Ist ein cooler Effekt. Aber ich weiß nicht, der zeigt mir auch so ein bisschen, okay, der Junge sollte schon wieder nach Hause. Aber jetzt will ich nochmal mit dem Nivadi sprechen, für den Fall, dass der noch eine Quest hat. Und dann sollte das eigentlich, sollte ich hier auf dem Planeten fertig sein. Wenn der uns nichts zu sagen hat. So, wir können einen silbernen Schlüssel von dem kaufen. Den kaufe ich mal. Ja, Metall eigentlich auch.
An was ist der denn interessiert? An nicht so viel. Ich grüße Sie, weiser Nidavi. Mein junger Freund kann Magie steuern. Das Feuerelement kann er bereits kontrollieren. Ich spüre die magische Kraft durch seine Venen fließen. Du willst lernen, das Eiselement zu kontrollieren, nicht wahr, junger Prinz? Ja, weiser Nidavi, bringen Sie es mir bei. Ich bin bereit, dir zu helfen, aber zuerst musst auch du etwas geben, um eine wertvolle Gabe bringen. Was für eine Gabe? Einen reinen Diamanten. Ich suche einen. So, der Goliath verkauft uns einen Diamanten, aber sehr teuer. Was aber später auch noch ganz lustig wird, da gibt es nämlich auch noch eine nette Quest dafür. Ja, dann muss der Kleine aus irgendeinem Grund einen Diamant finden. Na gut. Hat sich gelohnt, hier nochmal herzukommen. Oh, schön. Die Musik ist cool. Die Umgebung ist schön. Finde ich insgesamt generell die Aufmachung von dem Spiel. Und ja, wollen wir mal gucken. Ansonsten habe ich hier jetzt nichts mehr zu suchen. Monster Respawn auch nicht. Da muss ich erst wieder wegreisen und hinreisen. Kostet aber Sprit, deswegen mache ich das nicht so häufig. So, mach's gut, Moon. Warum nehme ich die ganze Zeit hier absetzt, weiß ich nicht. Ah, super. Am Feuer können wir uns mal wieder, wie heißt's, etwas erholen. Ja, unsere Tomaten sind reif. Das ist wunderbar. Da kann ich auch gleich nochmal gucken, was wir als nächstes haben sollten. Weizen. Komm, mach ich nochmal eine Runde Weizen. Dann haben wir von allem einen soliden Stand. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ja, wunderbar. Wenn es die richtigen sind. Da. Hier, der Pfeil. Noch die. Ja, die können mir eigentlich relativ gestohlen bleiben, weil die sind jetzt nicht so... Aua. Oh, du Lümmel. Jetzt aber. Naja. So. Nehme ich die nochmal mit. Ja, das ist super. Gut, ich habe noch zwei kleine Wäldchen hier stehen, von daher brauche ich die nicht. Oh, bei Blitzen musst du aufpassen. Die können uns treffen. Die machen auch Sachen kaputt. Das bedeutet, da kann es auch schon mal passieren, dass da was... Ich zeig's euch mal. Ich meine, Regen ist ganz gut. Das muss aber schnell gehen. Ja, hat man gesehen. Da hat jetzt ein Blitz einfach hier in Dingsbums eingeschlagen. Und das hat mir den Bärenstrauch kaputt gemacht. Hat man jetzt leider im Video nicht gesehen, weil ich abhanden war. Deswegen... Ja, Blitze sind halt nicht ganz so toll. Die können natürlich auch ein bisschen was zerstören, deswegen muss man immer aufpassen. Es war schön, dass sie auch gießen, aber wie gesagt... Ist... Ja, da ist so ein Blitz, der trifft uns und dann ist halt... Aua. Ja, der hat jetzt ins Wasser eingeschlagen, das passt aber. Kann ich angeln? Ja, okay. Weiß nicht, ob das so schlau ist, während des Gewitters zu angeln. Aber das passt schon. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. So, die Fische geangelt. Durch den Regen. Muss gleich nochmal ein bisschen über den Planeten drüber gucken. Ob sich da vielleicht irgendwas getan hat. Okay, die zwei Wäldchen sind in Ordnung. Die Bäume hat es auch nicht mitgenommen. Die zwei Büsche habe ich mich ja schon gekümmert. Na, ist doch super. So, und der Zauberer Locke. Flocke, Locke. Eine Runde Mais kann ich eigentlich machen. La, 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 la.
La, 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 la. Schön. So, erstmal, was kannst du mir verkaufen? Ich kaufe mir dein Metall ab. Habe ich genug Geld? Nein. Was kann ich dem Halunken verkaufen? Die Dinger. Jo, Silbererz. Kann ich dem alle verkaufen? Den giftigen Pilz kann ich dem verkaufen. Dann habe ich wieder Kohle und kann das Metall kaufen. Hier, bitteschön, für den Zaubertrank, um deine Rückenschmerzen zu lindern. Oh, gesegnetes Kind, der Schmerz bringt mich noch um. Gluck, 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 so ist es besser. Und hier ist dein Märchenbuch. Vielen Dank, ich freue mich wirklich darauf, es zu lesen. Aber einige Seiten fehlen. Oh, habe ich das nicht erwähnt? Es ist eine sehr alte Ausgabe. Aber es hat nur 3 Seiten. Ja, aber der Umschlag hat eine sehr gute Qualität. Echsenhaut. Genau, wir haben jetzt hier so ein Buch bekommen. Das ist die Geschichte. Da müssen wir jetzt im Laufe der Story einfach ein paar Seiten finden. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Mehr haben wir nicht. Von daher, warte mal. Der kann uns auch nichts kaufen. Gut. So, niemals kann ich dem ruhig 8, 5, 6 verkaufen. Kann ich dann noch das Metall kaufen? Ja. Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie wieder Kohle machen. Jo, auf jeden Fall, jetzt haben wir dieses Buch, dieses Besondere, und da versuche ich natürlich alle Seiten zu kriegen. Die erzählt eine ähnliche Geschichte wie die unsere. Vielleicht unsere, vielleicht auch von jemand anderes, man weiß es nicht. Aber die ersten 3 Seiten sehen irgendwie schon so ein bisschen aus, als wären sie uns gewidmet. Von daher schätze ich das einfach mal. Um ehrlich zu sein, ich weiß es ja. Aber wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Mach's gut, Locke. So, habe ich irgendwas? Eintopf, Scheune muss ich bauen und einen Diamanten brauche ich. Gut. Bim, 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 bim. Habe ich eigentlich schon ein Schaf? Noch nicht. So, was haben wir hier? 6 Minuten. Das geht auch auf 6 Minuten runter. Dann kriegt der noch eine Ladung Wasser. Und dann ist der Mais auch fertig. Super. So, dann muss ich mal gucken, was wir für die Scheune brauchen. Bauen. Scheune. Metall und Holz. Das passt eigentlich. Nee, da will ich es eigentlich nicht hinhaben. Warum ist hier hin, hä? Hier so dran. So, du hast ein neues Rezept. Die Scheune ist fertig. Endlich kann ich Schafe auf meinem Planeten halten. Wunderbar. Ich habe auch ein Schaf. Das braucht Stroh. Wenn du das nämlich nicht fütterst, läuft das nämlich weg. Hier in der Werkstatt können wir Stroh herstellen. Jetzt brauchen wir ganz viel Weizen. 21, dann verarbeite ich das mal ein bisschen zu Stroh. Ja. Dann kann ich das Schaf füttern. Ohne Probleme. Wunderbar. So, und ich könnte eigentlich die Hälfte meiner Kristalle in Diamanten umwandeln. Ich denke mal so, naja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Sagen wir so 20. Dann kann ich die nämlich dem Locke verkaufen. Dann gibt er uns wieder Money dafür. Haha! Dann sind wir wieder rich. Ansonsten Diamanten. Fleisch habe ich. Fledermausflügel. Da ist jetzt die Frage. Vor allem muss ich auch gucken, wenn ich den Wald jetzt hier abbrenne. Nett, dass ich anfange. Oh, ich habe genug Metall. Stimmt. Wenn du in der Mine anfängst zu graben, dann geht es ja ratzfatz. Mach ich hier. Ne, hier nicht. Mach ich hier einen. Hier stört's nicht. Den brauche ich nur zum Fackel holen. Dann kann ich in die Mine.
Jetzt, da die Mine freigeschaltet ist, wird oben rechts auch so ein kleiner, kleines Dingsbums vonstatten gehen. Da steht dann rauf in die Mine. Oh, super, das passt. Ah, was? Bomben? Oh, Bomben! Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Fettes Metall, transportierst sie in mein Raumschiff. Alles klar. Bomben. Hab dich! Oh, oh, oho. Das machen wir aber beim nächsten Part, wer das ist. Bis dahin, macht's gut, Leute.